Aha. Die Grundstücke sind groß, die Häuser imposant. Guten Tag. Wir sind in Bremen-Oberneuland. Sie haben hoffentlich noch keine Pläne fürs Abendessen? Doch. Also das heißt, wir müssen jetzt weg. Wir das ist Wolfgang Fahle. Ja, den kennen wir, den Herrn. Der wird gerne für Sie kochen. Guten Tag. Hallo. Der wird jetzt für Sie kochen wollen. Heute? Jetzt. Wer Wolfgang Pade kennt, schickt ihn nicht so gerne wieder weg. Hier wird offenbar häufiger gekocht. Ja, hier bleibe ich. Schön, schön. Also, ach, sehr super. Was ist denn für eine Überraschung hier? Der Hausherr hat einen Freund dabei. Ja, genau, guten Tag. Ja, Carsten, hallo, Herr Pade. Hallo. Was ist das denn hier? Resteverwertung auf höchstem Niveau. Ratzfatz räumt der Küchenchef die Kühlschränke aus. Wird ein sommerlicher Gemüse-Bratkartoffelsalat mit Spargel vom Holzkohlegrill. Das ist ein ganz interessanter Geschmack. Das ist nämlich ein urvertrauter Geschmack. Nämlich Spargelschinken, nur vegetarisch. Im Garten muss Wolfgang Pade nicht mal Hand anlegen. Die Herren sind Grillexperten. Okay, mit den zwei Anzündern da drunter das rein. Unsere Gastgeber schauen dem Küchenchef genau auf die Finger. Die Franzens sind leidenschaftliche Hobbyköche. Wir haben einfach gemeinsam dieses Hobby. Und dann mit einem Gläschen Rotwein und in entspannter Atmosphäre, das ist einfach ein Traum. Das ist Lebensqualität, das ist Beschäftigung, das ist auch Abschalten im Prinzip. Der Küchenchef verpasst dem Roastbeef eine Packung Lorbeerblätter. Wenn Jürgen Franzen nicht in der Küche steht, ist er Makler für Industrieversicherung. Spargel klar fürs Feuer. Machen wir das mal immer auf den Grill hier. Ist das gut? Räucherspäne fürs Aroma. Warte mal, ich mach mal. Bitte nicht zu viel. Was ist das jetzt für ein Holz? Zeder. Marion und Jürgen Franzen kochen gern für Gäste, wenn auch nicht so häufig wie Wolfgang Pade. Für ihn ist das Schöne, er isst ja immer nur ganz wenig von dem, was er kocht. Aber ich esse ja immer alles, was ich koche. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, so viel kann ich mich gar nicht bewegen. In der Küche gibt es noch reichlich Arbeit. Für den Salat bereitet der Küchenchef jedes Gemüse separat zu. Alles wird einzeln gewürzt und abgeschmeckt. Köstlich. Deswegen habe ich das Fleisch durchgebraten. Wie heißt der noch? Herr Knüppel, ne? Genau. So schnippelt nur der Küchenchef. Aber alle anderen kochen irgendwie mit. Sehr lieb. Felicia Franzen zeigt uns ihr Kaninchen. Sie und Freundin Lynn waren beim Reiten. Lynns Mama Claudia Hasler hat die Kinder abgeholt und freut sich jetzt aufs gemeinsame Essen. Der Gastgeber hat angekündigt, Wolfgang Pades improvisiertes Rezept nachzukochen. Eine Herausforderung. Ja, den musst du mal. Den Duft, das Aroma. Roastbeef und Bratkartoffeln mal ganz anders. Wolfgang Pades sommerlicher, aber eben doch nicht ganz leichter, warmer Salat. Zu Tisch bitte. Guten Appetit. Wow. Das haben alles wir gemacht. Ja. Wir haben es ja alle schon probieren dürfen. Haben wir gesehen, dass es eigentlich nicht nur darum geht, satt zu werden, also im Grunde genommen nur den Körper zu versorgen, sondern es ging eigentlich auch um die Versorgung der Seele. Es hat einfach Spaß gemacht, weil die Zutaten mich angemacht haben hier. Und wenn man da irgendwas kocht und brutzelt und die Leute machen mit und sind daran interessiert und sind begeistert, dann schießt man sich auch hoch. Felicia kennt das ja schon, wenn die Großen sich übers Essen freuen. Nur mitessen will sie dann doch nicht. Der Spargel vom Grill hat die Gastgeber besonders beeindruckt. Ich bin total begeistert. Können wir öfter machen. Er hat ein Aroma hier erzeugt, der liebe Herr Pade, das habe ich persönlich noch niemals so gekostet. Prost. Maître. Hat sehr viel Spaß. Merci.